Liebe Antifaschistinnen, die AfD ist ganz schön armselig und in Münster auch ganz schön arm dran. Die Rechtsextremen Höcke, Kalbitz und Urban konnten im letzten Jahr bei den Landtagswahlen überall mehr als 23% gewinnen. Die AfD in Münster schaffte letztes Jahr bei der Europawahl nicht mal die 5%. Das ist ein bisschen peinlich. Deshalb ist ganz klar, wir müssen den armen Würstchen dort drinnen im Rathaus, wir müssen ihnen helfen. Da stellt sich natürlich die Frage, wie, denn es gibt ein kleines Problem. Wir sind alle Menschen mit Moral und Gewissen und keine Neonazis. Damit fallen schon viele Hilfen schlicht und ergreifend weg. Zum Beispiel werden wir nicht anfangen, den Klimawandel zu leugnen, AsylbewerberInnenheime anzuzünden, Geflüchtete abzuschieben oder am Ende die AfD zu wählen. Stattdessen müssen wir es schaffen, ihnen strukturell zu helfen. Die AfD hat zwei große Probleme. Das eine sind diese ständige Geldknappheiten und die ewigen Spendenskandale. Eigentlich könnte man meinen, hier gibt es eine naheliegende Lösung. Man könnte einfach den Kapitalismus abschaffen, aber leider löst das nicht alle Probleme der AfD. Sie müssten auch in einer Welt ohne Kapitalismus sich an Gesetze zur Parteienfinanzierung halten und ihre Rechnungsbrüche ordentlich führen. Korruption funktioniert immer, also fällt das schon als Hilfe aus. Für Dienstag hast du ja auch die Mitteilung bekommen. In der ESG. Ja. Das zweite große Problem ist, dass kaum Mitglieder in dieser Partei Frauen, Inter, Nichtbinäre oder Transpersonen kurz FIND sind. Dementsprechend werden sie von denen auch nicht gewählt. Im Bundestag haben sie mit Abstand die niedrigste Prozentzahl an FIND-Personen. Im Rat von Münster gibt es gar keine. Statt das mal anzugehen, geben sie sich wirklich sehr viel Mühe, dass ihr Bild einer Vorzeigefamilie sich nicht von dem des IS unterscheidet. Sie wärmen die Vorstellungen der NationalsozialistInnen von Frauen am Herd und bei den Kindern wieder auf. Ihr Sexismus ist überall, so ist selbst ihr absolute Erzfeind Angela Merkel, eine Frau, die nicht im geringsten Verdacht steht, eine queerfeministische Politik zu fahren, trotzdem ihre Erzfeindin. So gewinnt man nicht irgendwelche weiteren WählerInnen. Besonders haben es FaschistInnen auf queere Menschen ihre Menschenrechte abgesehen. Hier wird jedes Register gezogen, um sie systematisch zu unterdrücken und zu diskriminieren. Sie setzen FIND-Personen sexueller Gewalt aus und beschimpfen und bedrohen sie, wenn diese das dann öffentlich machen. Regenbogenfamilien und die Ehe für alle werden in jedem Wahlkampf als Feindbild wieder mal herangezogen. Die Liste lässt sich ewig fortführen. Ja, auch so gewinnt man keine WählerInnen. Die Rechten haben so wenig Verständnis für Homosexuelle, sie würden einfach nicht mehr erkennen, wenn sie selbst direkt vor ihnen stehen würden und offen sagen würden, dass sie homosexuell sind. Bestes Beispiel Alice Weidel. Die AfD hat ein massives Problem mit toxischer Männlichkeit und müsste sich schon längst mit Sachen wie Critical Masculinity auseinandergesetzt haben. Ein gewisser Björn H. aus Thüringen hat das schon 2015 erkannt. Hier ein sehr treffendes Zitat von ihm. Das große Problem ist, dass Deutschland, dass Europa ihre Männlichkeit verloren haben. Ich sage, wir müssen unsere Männlichkeit wiederentdecken. Denn nur wenn wir unsere Männlichkeit wiederentdecken, werden wir mannhaft. Wenigstens einen scheint es bei denen zu geben, der, wie wir, fragt, ob wir das nicht generell hinterfragen sollen, wie Männlichkeit und Männer in unserem patriarchischen System funktionieren. Darauf kann eigentlich nur eine Sache folgen. Die AfD braucht den Queerfeminismus, um in Münster endlich nicht mehr das Gespött der ganzen restlichen Partei zu sein. Aber vielleicht ist sie hierauf auch schon alleine gekommen. Ein paar Rechtsradikale haben sich mehr oder weniger unerkannt bei den letzten CSDs umgesehen. Darum sollten wir den Leuten auf dem Kreisparteitag ein Angebot machen. Ui. Liebe AfD, lasst uns gemeinsam das Patriarchat zerschlagen. Mit herzlichen Grüßen, Ihre besorgten Antifaschistinnen. PS, möglichst noch vor den Kommunalwahlen, sonst sind Sie hinterher politisch endgültig irrelevant. Dankeschön.